Hallo zusammen, herzlich willkommen bei The Witcher Wild Hunt. Ein episches Rollenspiel, auf das ich mich wahnsinnig freue, mit einer wunderbaren Grafik. Über 100 Stunden soll Story haben und es hat viel Story. Und Kampf und Zauberei und voll geil. Freue ich mich voll drauf. Ich hoffe, wir haben da zusammen echt viel Spaß bei. Ich war mir überlegen, ob ich die Originalfassung mit deutschen Untertiteln oder die deutsche Synchro-Spiele. Hatte mich eigentlich für die englische entschieden. Jetzt weiß ich aber, dass am Anfang sehr viel Story kommt. Und ich wollte mir nochmal selber einen Eindruck von der deutschen Version verschaffen. Und fange jetzt erstmal auf Deutsch an. Es kann sein, dass ich das in ein paar Folgen mal umstelle. Falls ihr den Vergleich mal hören wollt, ich habe euch da von der PC Games einen Link in die Videobeschreibung reingepackt. Oder in meinen Eröffnungskommentar. Da könnt ihr euch mal den Unterschied anhören. Die Synchro ist super in Deutsch. Ich fand nur die Sprecherstimme, ja. Aber letztendlich ist es manchmal ein bisschen anstrengend, immer auf kleine Untertitel zu gucken. Deshalb, das entscheide ich wahrscheinlich nochmal um. Das kann vorkommen. Aber Untertitel brauche ich auch und die kriegt ihr natürlich auch. Die sind auch sind ganz gut gemacht. Und was haben wir hier noch? Richtig, es gibt ja Witcher 1 und 2. Das Ding hat also eine Vorgeschichte. Ich habe von der GameStar auch nochmal einen Artikel verlinkt mit einem Video, wo die Vorgeschichte erklärt wird. Damit wir da alle ein bisschen besser reinkommen in die Story. Wobei das unabhängig ist. Also man kann es auch so spielen. Okay, dann holt mal Popcorn raus. Es wird wunderbare Landschaften geben und ja. Dann legen wir doch einfach mal los.
Ich versuche übrigens in die Cutscenes nicht so viel reinzusprechen. Das mag ich auch nicht. Ein bisschen. Das habe ich auch nicht so gerne in der Pfanne. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wese mir sie mit den Radierungen zu Tode. Ach, das ist ja übel zugerichtet. Na dann, bis später. Bis später. Der hat sich aber schnell umgezogen. So, ich spiel's mit Tutorial, da das Tutorial hier ganz nett eingebaut ist. Das heißt, wir kriegen am Anfang ein paar Erklärungen, wie Minikarte rechts oben. Wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Sachen angespielt. Ich kann hier mit der rechten Maustaste meine Hexassin aktivieren. Dann sehe ich Gegenstände, die besonders sind, die leuchten auf. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Machen wir das doch mal. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Aha. Okay, cool. Man kann Kerzen an- und ausmachen. Dann können wir es ja uns richtig kuschelig hier machen. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Wenn hier in den Cutscenes unten irgendwie kommt... Ach nö, die lassen wir an. Wenn in den Cutscenes rechts unten so eine Einblendung kommt, hier Leertaste zum Überspringen. Ich überspringe hier nichts. Flieder und Stachelbeeren natürlich. Flieder und Stachelbeeren. Hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Ich mute mich dann gerade nur selbst, dass ich nicht versehentlich reinsabbel. Und den Schlüssel brauchen wir. Aber wir gehen erstmal raus und gucken uns hier mal um. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je.
Könnte die Textanmeldung nochmal weggehen? Ach Mensch. Okay, wir gucken da gleich nochmal. So, Tür ist offen. Fertig. Jetzt will ich da nochmal rausgucken. So, Sucher so sein. Du magst doch Landschaften, oder? Hier ist eine. Ist doch richtig schön, oder? Ich spiele es übrigens auf fast Ultra-Grafik. Beim PC ja jetzt etwas zurückgesetzt und an die Konsolen angepasst worden, die ja eine etwas schlechtere Grafik haben. Und ich finde, das läuft sehr flüssig. 60 FPS kriege ich nicht hin. Die dürfen die wenigsten hinkriegen mit ihren Grafikkarten. Aber ich finde, das sieht sehr solide aus. Ich habe dieses Nvidia Hairworks ausgeschaltet. So doll fand ich es jetzt nicht in dem einzigen 5-sekündigen Vergleichsvideo, was ich gesehen habe. Und das soll bei AMD-Karten dann doch ein bisschen auf die Performance bringen. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Versuchen wir doch mal ein gütiger Hexer zu sein. Darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Na. Oi, sehr behende. Du bist nicht im Zirkus, Pirouette. Falsch, Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Oi. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Ja, klar, dann rennen wir doch mal. Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Elfenbadehaus. Wenn du fällst, vielleicht.
Na? So, dann gehen wir hier mal ein bisschen das Tutorial durch. Die Meldung stimmt übrigens nicht, ne? Wenn ihr S und Leertaste drückt, dann das habe ich in der Probe. Was hab ich hier übers Atmen gesagt? Es wird ein Schnipsel durch den Mund werden. Im Rhythmus der Schritte. Dann springt ihr nach hinten runter und stirbt. Ich habe es wirklich geschafft, im Tutorial zu sterben. Aua. Lassen wir sie mal gewinnen, oder? Ich tue einfach mal so. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Na super. Auch noch verspottet werden. Erster! Na, 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 komm. Na, na. Frech wird sie auch noch. Unglaublich sowas. So, hier unten ist gleich vorbei. Und ich genieße hier nochmal das wunderschöne Panorama. Ich glaube, dass man... Ja, ich probiere es gar nicht erst aus, ob ich hier runterfallen kann. Aber es sieht doch großartig aus. Ne? Ich finde es sehr schade, dass man die UI nicht ausblenden kann. Das ist ein bisschen schade. Das scheint nicht zu gehen. Außer in den Optionen, da müsste man alles einzeln abschalten. Das soll wohl funktionieren. Was hast du erwartet? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Hast du es doch gelesen? Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Wird es sagen, dass du Übung gemacht hast, als Wesemir geschlafen kann. Ja. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Cleveres Mädchen. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? So, jetzt machen wir kurz das Kampftutorial. Das mache ich allerdings in der nächsten Folge, weil diese betrachte ich jetzt gerade mal als rum, weil das passt gerade zeitlich so gut. Und, Moment. Ich hoffe, dass wenn ich mein Mikro mute, dass mein Husten auch wirklich raus ist. Das wäre sonst echt blöd. Naja, okay. Wie gesagt, Tutorial kommt in der nächsten Folge. Ja, schreibt mir mal, was ihr... Wir haben zwar in-game noch nicht so viel gesehen, ist viel Story. Ich finde die deutschen Stimmen gar nicht schlecht, muss ich mittlerweile sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die vielleicht behalte. Gucke ich mir noch ein paar Folgen an. Ich gucke heute Abend vielleicht auch mal in die englische Sprachausgabe rein, selber für mich. Und ja, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dabei bleibt und wir das hier zusammen mal ein bisschen durchspielen könnten. Story gibt es ja genug und Kämpfe sicherlich auch. Okay, bis dann. Tschüss.